Hallo Liesen, ich wollte euch heute endlich meinen riesigen Lush-Haul zeigen. Ihr wisst es ja vielleicht, dass Lush im Januar immer Ausverkauf macht, also und 50% auf das Weihnachtssortiment und auch auf vor Oktober produzierte Artikel gibt. Und da ich kaum noch Lush-Sachen da hatte, habe ich mich jetzt eingedeckt quasi und wollte euch zeigen, was ich alles gekauft habe. Das könnte ein längeres Video werden, also holt euch vielleicht noch einen Tee oder keine Ahnung was, denn ich habe einige Sachen gekauft. Ja, zuerst war ich bei uns im Shop und da habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Da gab es allerdings nicht mehr allzu viel, also Weihnachtssachen, da waren viele schon raus. Und die hatte ich sowieso direkt online bestellt, denn es ging irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wann es war, jedenfalls ging es früh um 9 los und kurz vor 9 war der Server schon zusammengebrochen von Lush. Und ja, ich habe ein paar Sachen nicht mehr bekommen, die hat mir dann noch jemand besorgt, das waren zwei Geschenke. Ansonsten hatte ich fast alles online bestellt, was ich haben wollte und war dann aber im Lush-Shop nochmal gucken nach so regulären Sachen, die ich ja auch sehr gerne benutze. Zum Beispiel mein Tea Tree Water, das habe ich bekommen, das zeige ich euch gleich. Und ich wollte halt gucken, ob es eventuell Rehab gibt und Retreat, weil ich das ja sehr gerne für meine Haare benutze. Gab es aber leider nicht. Es gab dieses Jahr irgendwie nicht so viel an regulären Sachen reduziert und naja, da habe ich nicht ganz so viel geholt. Ich zeige euch das jetzt aber trotzdem mal. Habe ich ja gerade schon gesagt, habe ich mir wieder Tea Tree Water geholt. Meine sind nämlich alle mittlerweile und ich liebe Tea Tree Water. Ich finde, das ist einfach der beste Toner. Weil er eben auch komplett natürlich ist. Das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt. Also da ist wirklich überhaupt nichts Chemisches drin, sondern ja, nur Teebaumwasser, Grapefruitwasser, Wacholderwasser und das war's. Und ich finde, er klärt einfach die Haut so toll, er erfrischt so toll. Man kann ihn sich im Sommer auch so aufsprühen und es ist einfach ein total angenehmes Gefühl auf der Haut. Und der ist auch direkt gegen unreine Haut durch das Teebaumöl und ich finde ihn einfach super. Und ja, normalerweise kostet der, lasst mich lügen, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube irgendwie 12 Euro. Und da gab es jetzt eben 50%, hier kleben noch die Punkte drauf. Und da habe ich 6 Euro bezahlt pro Flasche und mit denen komme ich dann bestimmt auch wieder das ganze Jahr aus. Ja, und ich freue mich, dass ich es jetzt wieder habe, weil mein letzter ist schon vor einiger Zeit leer gegangen und ja, ich hatte jetzt keinen mehr. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ich zumindest Tea Tree Water bekommen habe. Dann habe ich nochmal mitgenommen Rose Jam. Ich weiß eigentlich nicht warum, denn ich habe schon online eine große Flasche bestellt, aber irgendwie hat mich die kleine noch so angelacht, dass ich die irgendwie noch mitnehmen musste. Und ich finde Rose Jam so toll. Das gab es ja damals nur als Foren-Special, also man konnte das nicht bestellen. Und jetzt gab es halt zu Weihnachten in allen Größen, also auch in der 500 Milliliter Flasche. Und ich finde, es ist einfach einer der tollsten Lush-Düfte, der in den letzten Jahren rausgekommen ist. Es riecht einfach so fruchtig, also wie so eine fruchtige Rosenmarmelade. Und dieser Duft ist einfach unglaublich toll und ja, ich liebe den. Und ich finde, das pflegt auch sehr gut. Und ja, habe ich jetzt wie gesagt nochmal die kleine Flasche mitgenommen. Oh, ich liebe das. Es riecht so lecker. Ich könnte das wirklich irgendwie trinken, weil das so gut riecht. Und ja, hatte ich im Shop mitgenommen, aber habe mir online auch nochmal eine große bestellt. Die zeige ich euch gleich noch. Dann war ein reguläres Geschenk reduziert und zwar Mr. Bumble. Und den fand ich so süß, dass ich den mitnehmen musste. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich den selber... Also eigentlich würde ich ihn schon gern selber behalten, weil der einfach so niedlich ist. Aber ich finde, das ist auch irgendwie so ein tolles Geschenk. Den kann man auch so gut verschenken. Und der kostet normalerweise 13,95 und der war dann halt für die Hälfte zu haben. Da ist einmal drin die Honeybee Badekugel und 75 Gramm Honey I Wash the Kids Seife. Und ja, halt alles so total süß verpackt in so einem, ja, Wrap, also in so einem Tuch mit Bienengesicht. Und ich finde es einfach total niedlich. Und ja, mal schauen, ob ich es behalte oder ob ich es irgendwie verschenke. Ich fand es einfach so hübsch. Das ist so niedlich, so eine kleine dicke Biene. Summ, summ, summ. Ich fand das so cool, deswegen musste ich das mitnehmen. So, dann hatte ich noch zwei Badekugeln mitgenommen. Moment, klebt ein Haar von mir. So, einmal den Luxury Lush Pad. Das ist dieser, den hatte ich ja auch bei meiner Verlosung mit dabei. Das ist dieser hier mit den Punkten. Da. Und der riecht einfach so toll nach Twilight und ich liebe Twilight. Twilight gibt es zwar auch regulär im Sortiment als Badekugel, aber ja. Ich wollte den einfach nochmal mitnehmen, denn Twilight Duft ist toll und dann gab es halt noch 50% und da dachte ich mir, ach, nimmst du es halt nochmal mit. Und dann habe ich nochmal mitgenommen Shoot for the Stars. Die hatte ich auch in meiner Verlosung dabei. Die riecht nach Honey I Wash the Kids. Und, Moment, oh, jetzt habe ich es aufgerissen. Sieht so hier aus. Also hier, das war diese mit dieser Sternschnuppe.
Und ja, die riecht halt so nach Honig und Karamell, eben auch wie das It's Raining Men Duschgel und die Honey I Wash the Kids Seife etc. Und dann, worüber ich mich richtig, richtig, richtig doll gefreut habe, war, also ich hatte 5 leere Pötte mitgenommen, weil man kann ja 5 so leere schwarze Pötte gegen Masken eintauschen, also Gesichtsmasken und auch die Hair Doctor Maske. Und dieses Jahr gab es ja eine Gesichtsmaske, die Rudolf hieß, und die wollte ich eigentlich total gerne testen und leider war die nicht mehr da. Und dann hatte ich halt gefragt, ob noch eine andere Maske da ist, die aber auch gerade nicht auf dem Tisch lag, weil ich die dann eben eintauschen wollte gegen die Pötte, und da ist die Lachette nochmal hintergegangen ins Lager und dann hat sie tatsächlich noch einen Port Rudolf gefunden und da habe ich mich riesig gefreut. Den habe ich dann quasi kostenlos bekommen und konnte den tauschen gegen diese 5 leeren Pöttchen, die ich mit hatte. Und ja, das ist einfach so eine Maske, hier ist noch so eine kleine, ja, so ein rotes Dings drauf als die rote Nase von Rudolf. Und hier steht: Pflege und hege dein Gesicht mit frischer Gurke, Hafer und Tofu. Dank Bio-Lavendelöl bringt diese beruhigende Maske deine Haut wieder ins Gleichgewicht. Genau. Und ja, die habe ich eben noch dazu bekommen. Und noch ein Pröbchen, das habe ich hier. Habe ich mir selber ausgesucht, weil ich das nämlich noch nicht kenne. Und zwar ist das die From Dusk Till Dawn Massagebutter. Da habe ich ein großzügiges Viertel abgeschnitten bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist hier diese, die so aussieht wie so ein, ja, wie so ein Berg, wie diese Madonna-Brüste, die sie früher mal dran hatte, diese spitzen Dinger eben. Und die riecht sehr schön nach Zitrone. Und das ist echt ein total toller Duft. Und ja, habe ich mich sehr gefreut. Das waren die Sachen aus dem Shop. Und jetzt zeige ich euch, was ich online noch bestellt habe. Das sind auch nochmal einige Sachen. Und zwar war ich erstmal besonders scharf auf diverse Geschenke, die ich schon damals in der Pressemitteilung so toll fand. Und zwar einmal diese coole, ja, Weihnachtsbaumkugel. Die heißt Shooting Stars. Und ja, hier sind drinne. Moment. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also einmal das Fun Gold in klein, dann der Rockstar Seifenstern, dann Starlight Star Bright, das Ölbad hier, da, und nochmal die Shoot for the Stars Badekugel. Und ja, fand ich einfach, ich finde es einfach total schön. Leider ist es nur aus Pappe, ich fände es cooler, wenn das irgendwie aus Metall wäre, wie die Dosen. Aber gut, werde ich auf jeden Fall dann auch weiter benutzen, weil ich einfach, ja, die Verpackung, ich fand generell die Geschenke dieses Jahr sehen alle total schön aus und ja, fand ich alle total cool. Und ich habe mir halt ein paar jetzt ausgesucht. Und dann habe ich mir auch noch die zweite davon bestellt. Die fand ich nämlich auch, und die finde ich fast noch schöner. Und zwar ist das die Wintergarten. Also es ist auch so eine Weihnachtsbaumkugel hier. So ein total schönes Design mit so Blumenmuster und sowas. Und hier ist drinne. Moment. Kriege ich das hier irgendwie hin? Könnt ihr das sehen? Einmal die Sultana-Seife. In so einer schönen Form quasi. Dann nochmal 100 Gramm. Also 100 Milliliter Rose Jam und, wartet, dann 45 Milliliter, also so ein kleines Töpfchen Rose Argan Body Conditioner und 10 Milliliter Helping Hands in so einer kleinen, in so einem Tin, in so einer Reisegröße. Ja, finde ich auch total schön. Die beiden Kugeln haben reduziert, ich glaube 14,95 gekostet. Ja, und da habe ich natürlich zugegriffen und habe mir die bestellt, weil ich die so hübsch finde. Und dann habe ich mir noch ein Geschenk bestellt. Das dachte ich eigentlich mir, dass ich es vielleicht für meine Schwester bestelle, weil die Tücher von Lush so schön findet und daraus eventuell auch was nähen will. Deswegen hatte ich das hier noch genommen. Und zwar ist das der Padding Wrap. Ich glaube, er heißt Wrap, ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls ist der hier in so einem Tuch verpackt und ich fand das Tuch halt so süß und da dachte ich mir, dass meine Schwester das vielleicht benutzen will dann zum Nähen. Und hier sind drinne auch nochmal einmal der Luxury Lush Pad, also den ich euch gerade schon gezeigt habe, der nach Twilight riecht. Dann 120 Gramm von der Mr. Punch Seife. Und dann haben wir noch, wartet. Dann haben wir nochmal das Fun Gold. Hier in 50 Gramm und eine Cinders Badekugel. Von Cinders bin ich nicht so begeistert. Ich mag generell die kleinen Badekugeln nicht, weil ich finde, man hat davon nichts. Die haben auch irgendwie null Effekt. Aber naja, fand ich jedenfalls auch sehr süß vom Design und hat, glaube ich, auch 14,95 gekostet. Und noch ein Geschenk habe ich gekauft. Das will ich aber wirklich zum Verschenken nehmen, weil ich finde, das ist irgendwie so ein All-Time-Ding, was man irgendwie gut verschenken kann zum Geburtstag oder was weiß ich. Deswegen habe ich es einfach provisorisch schon mal mitbestellt. Und zwar ist das das Zingengeschenk. Ich finde, es sieht total hübsch aus. Also es ist so knallig orange. Ich glaube, in der Kamera kommt das gar nicht so knallig rüber, aber es ist richtig knalliges Neonorange mit einer blauen Schleife und so blauen metallischen Punkten. Und hier sind drinne
130 Milliliter Rub Rub Rub, also das ist ja dieses Duschpeeling, dieses Duschgel-Peeling, und 120 Gramm Orange Jelly Soap, also diese Orangenseife, die so total geil nach Fanta riecht. Und ja, ich dachte mir einfach, ich bestelle das mal mit, weil da findet sich bestimmt jemand, dem man das irgendwie zum Geburtstag oder was auch immer schenken kann. Es hat reduziert, ich glaube, irgendwie 7 oder 8 Euro gekostet. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Und dann habe ich einige Einzelteile noch bestellt. Einmal das Ponche oder Ponche Duschgel. Da habe ich euch ja damals im Aufgebrauch die 100 Milliliter gezeigt und habe eigentlich gesagt, dass ich es mir jetzt nicht nochmal holen würde, aber ich habe es jetzt irgendwie doch nochmal bestellt in 250 Milliliter. Einfach deswegen, weil ich finde, dass es irgendwie das pflegendste Duschgel von Lush ist, das ich je hatte. Also ich finde den Duft zwar jetzt nicht so spektakulär, jetzt auch nicht schlecht, aber es ist einfach von der Pflege her das beste Duschgel, was ich bisher hatte. Und deswegen dachte ich mir, bestelle ich es doch nochmal mit. Und für den Sommer finde ich das eigentlich ganz cool, weil das halt so total frisch und fruchtig und so prickelnd riecht. Dann musste natürlich mit Snow Fairy meine 500 Milliliter Flasche Snow Fairy, die ist glaube ich schon 2 Jahre oder 2,5 Jahre alt gewesen, ist jetzt nämlich endlich alle geworden. Und deswegen habe ich mir jetzt eine neue kleine 250 Milliliter Flasche mitbestellt, weil meine Mama das auch total gerne mag. Und ja, ich mag einfach diesen Eisbonbon-Zuckerwatte-Duft. Und ja, musste halt einfach nochmal mit. Ja, die haben, ich glaube, auch so 7 Euro gekostet. Also jeweils. So, dann habe ich natürlich Seifen bestellt. Einmal ein 200 Gramm Snowcake Stück. Das hat irgendwie um die 6 Euro, glaube ich, gekostet. Ja, es riecht ja einfach immer so nach Marzipan, nach Mandel, so in die Richtung. Dann habe ich 100 Gramm nochmal Mr. Punch Seife bestellt. Die hat irgendwas mit, weiß ich nicht, 3,50 oder so gekostet. Und ich finde den Duft eigentlich auch ganz schön. Riecht halt auch sehr fruchtig. Dann habe ich bestellt, den hat meine Schwester von der Mama ihres Freundes zu Weihnachten bekommen. Den Sandy Santa, den hatte ich zwar im letzten Jahr, aber dieses Jahr ist der anders. Dieses Jahr ist der nicht so ein reines Zuckerpeeling, sondern das ist dieses Jahr so eine Art Duschbutter mit Peeling-Effekt sozusagen. Und ja, deswegen habe ich den bestellt. Der riecht auch, wie riecht denn der? Ich finde... Ja, er riecht angenehm, er riecht sehr, sehr, naja, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, so schlafmäßig, also so beruhigend, so nach Ilang Ilang oder sowas, glaube ich. Und ja, habe ich mal mitbestellt, hat, glaube ich, 3,50 gekostet, reduziert. So, dann natürlich mitbestellen musste ich die beiden guten Stücke, meine Mama liebt die nämlich, und zwar sind das die Candy Mountains. Und die sehen dieses Jahr auch ein bisschen anders aus, die sind dieses Jahr so extrem neonpink und haben sogar noch so silbernen Glitzer mit dran. Und das sind ja Schaumbäder sozusagen. Das heißt, man kann die auch öfter benutzen. Also ich denke, so 3-mal kann man damit bestimmt baden gehen, mal schauen. Und ja, meine Mama liebt diese Teile, diesen Duft. Deswegen habe ich da auch noch 2 bestellt. Die haben, ich weiß es nicht genau, ich glaube 2,50 oder so gekostet. Und dann habe ich noch bestellt 100 Gramm von der Orange Jelly Seife. Der Geruch ist so toll. Am Anfang riecht sie irgendwie gar nicht so stark. Aber wenn man sich damit die Hände wäscht, riecht das total nach... was ist das? Riecht das total nach... Fanta. Und hier ist irgendwie voll was wappelig. Wartet mal. Ist total weich hier. Hii. Schaut mal. Könnt ihr das sehen? Das ist total weich hier und schwappelig. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ist das noch nicht ausgehärtet wahrscheinlich? Das ist ja lustig. Naja, ja, dann habe ich mir noch ein Stück Noriko-Seife bestellt. Die kannte ich nämlich noch gar nicht und die habe ich auch noch nicht gerochen gehabt. Und ja, die riecht auch so nach Ilang Ilang und Rose. Ich glaube, die riecht sehr mild. Ich glaube, das ist jetzt auch keine Seife, die ich mir nochmal bestellen würde. Das ist jetzt nicht so mein Duft. Wartet mal. Ja, ist eigentlich überhaupt nicht mein Duft. Die riecht halt so kräuterig irgendwie. Ja, so nach Kräutern, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so meins, aber ja, okay, zum Testen ist es okay. Hat auch so 3 Euro gekostet. Dann ist hier die besagte große Pulle Rose Jam. Also da habe ich jetzt quasi 700 Milliliter Rose Jam, hoppala. Also die 2 kleinen, also die eine kleine, die ich im Shop gekauft habe, dann die aus dem Geschenk und die große hier. Aber der Duft ist auch einfach mega geil, deswegen, ja, freue ich mich. Wer weiß, ob es das nächstes Jahr zu Weihnachten nochmal gibt, ne? Deswegen wird die auch eine Weile reichen. Dann habe ich nochmal bestellt, oder er hat seine Nase verloren, der kleine Pinguin hier, wie heißt denn eigentlich? Der Christmas-Pinguin, der nach The Olive Branch riecht oder The Olive Branch.
also diesem Olivenduschgel. Das ist irgendwie auch ein cooler Duft, obwohl ich immer nicht so weiß, ob ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich den jetzt total mag oder eher nicht so. Das ist irgendwie so ein Duft, der spaltet so meinen Geruchssinn, keine Ahnung, aber irgendwie finde ich ihn cool. Ja, das ist der kleine Kerl ohne Nase, weil die hängt hier unten. Dann habe ich nochmal bestellt gehabt, nochmal den Luxury Lash Pad. Und dann dieses gute Stück hier, das war relativ teuer, also so unreduziert hat es glaube ich 9 Euro oder so gekostet und deswegen habe ich es jetzt reduziert gekauft. Secret Santa, das ist dieses Haus und das kann man irgendwie in drei Hälften teilen, quasi die Hälfte und die Hälfte und innen drin ist dann wohl nochmal eine Kugel oder sowas. Wobei es steht gar nicht drauf, aber irgendwie hatte ich das bei Lush gelesen, dass man das wohl teilen kann und dass innen drin auch nochmal was ist, keine Ahnung. Es riecht, weiß ich gar nicht. Kann ich nicht so richtig beschreiben. Ja, so nach Ylang Ylang und Sandelholz. So ein bisschen, ja, auch so ein Schlafengehen-Duft irgendwie. Dann habe ich 200 Gramm Snow Globe Soap bestellt. Da haben sie mir jetzt so zwei Stückchen geschickt. Die liebe ich, die Seife. Weil die einfach so frisch riecht. So nach Zitronengras, Lemongras. Und die finde ich einfach geil. Und die habe ich sogar, ich habe sogar 240 Gramm bekommen, weil jeweils ein Stück 120 Gramm hat. Und ja, die finde ich immer, das ist eigentlich so ein ganzjahres All-Time-Favorite sozusagen. Ich mag die total gerne. Die ist so toll fürs Bad, weil die so frisch riecht. Und ja, ich liebe die. Dann habe ich diesen kleinen Kerl hier noch bestellt. Und zwar den Bombardino. Der soll nach Zitronenkäsekuchen riechen. Ich glaube, der hat 2,50 gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich mag ich diese kleinen Badekugeln nicht, weil ich finde, man hat halt nicht lange was davon. Aber ja, ich kannte den halt noch nicht. Deswegen habe ich den mal bestellt. Und mal sehen, der wirklich nach Zitronenkäsekuchen riecht. Ich muss mal schauen, ob ich das hier irgendwo aufkriege. Ah ja, wartet mal. Oh ja, der riecht gut. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so ein Zitronen-Käsekuchen-Duft ist, aber er riecht auf jeden Fall lecker. Ja, cooler Duft. Dann hatte ich zweimal das Golden Wonder bestellt. Das geht natürlich immer. Meine Mama hat jetzt schon eins verbadet, deswegen ist hier nur noch eins da. Golden Wonder ist so ein toller Duft. Das riecht ja so nach Orange, also so total toll, frisch und einfach lecker und der macht dann so, also ihr habt dann so goldene Schwaden im Wasser durch dieses Gold, was hier dran ist und das Wasser wird dann aber auch so blau, weil innen drin quasi so ein blauer Kern ist und das sieht dann so total karibisch aus und ja, Golden Wonder ist einfach immer toll und ich liebe das. Ach ja, ich hatte übrigens zwei Bombardinos bestellt, hier ist nämlich noch so ein kleiner Kerl, ja. So, und dann habe ich nochmal bestellt, zweimal diesen kleinen Kerl hier, den, wie heißt der? Den Melting Snowman, der dieses Jahr nach Hot Toddy riecht. Ein sehr würziger, zimtiger Duft. Und das ist halt so ein Ölbad. Das könnt ihr auch mehrfach verwenden. Also ihr könnt den Kopf einzeln verwenden und ihr könnt dann den Körper auch nochmal durchsprechen. Das heißt, man kann dreimal damit baden gehen. Und zu dieser Bestellung habe ich sogar zwei Pröbchen bekommen. Das fand ich recht nett von Lush, von der Mail Order. Und zwar habe ich ein Pröbchen Trichomania bekommen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube Trichomania, das hatte ich auch schon mal. Das ist so ein Kokos-Shampoo, also so ein festes hier in so einem Stück. Und ja, finde ich cool. Und dann habe ich noch ein Pröbchen bekommen von der Miranda-Seife. Da, ich finde, die Miranda-Seife riecht genauso wie die Angel's Delight-Seife, die es immer zu Weihnachten gibt. Ich finde, das ist irgendwie exakt der gleiche Duft. Also, ich finde, die riechen total gleich. Keine Ahnung. Habe ich schon immer überlegt, ob die da einfach dieselbe Seife nehmen, nur eine andere Farbe mit dazu mischen und die dann als Angel's Delight im Winter verkaufen. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich die beiden Proben noch bekommen. Und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass bei der Online-Bestellung mir zwei Sachen einfach aus dem Warenkorb geklaut wurden. Die hatte ich im Warenkorb und beim Bestellen hieß es auf einmal, ja, nicht mehr verfügbar. Und ich dachte mir so, nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, denn das waren die Sachen, die ich unbedingt wollte. Und zwar waren das zwei Geschenke. Oh, und ich war so traurig, dass ich die nicht bekommen habe. Aber dann hat mir jemand ganz, ganz Liebes aus dem Lush-Forum diese zwei Geschenkboxen besorgt und mir zugeschickt, nachdem ich ihr das Geld überwiesen habe. Und jetzt habe ich die da und ich freue mich so, denn sie sind so toll. Ich zeige euch die jetzt. Passt auf. Und zwar ist das einmal diese unglaublich tolle Hutbox. Oh, ist die nicht so schön? Schaut die euch doch mal an. Oh, die ist so cool. Das ist so, so süß. Schaut mal die Motive. Und dann dieser schlafende Mond. Das ist The Night Before Christmas. Und ich finde das so schön mit diesem Mond. Und ich liebe ja die ganzen Boxen und Dosen. Ich habe hier schon so ein ganzes Sammelsorium mit solchen Boxen. Und hier sind auch nochmal ganz tolle Sachen drin. Da, vielleicht könnt ihr das sehen. Hier dieser Schneemann, den hatte ich auch in meiner Verlosung. Dann Christmas Eve, die Twilight-Kugel, einmal Pfannenblau, dann Shooting for the Stars, Shoot for the Stars. Dann nochmal das Golden Wonder und dann noch Father Christmas, also die Badekugel. Das heißt, hier sind auch nochmal ganz, ganz viele tolle Sachen drin, aber ich finde einfach auch die Dose so unglaublich schön. Und ja, ich hole das jetzt nicht alles raus, weil ja hier
immer ganz viel so ein Gedöns drin ist. Das fliegt mir sonst hier alles durch die Gegend. Aber da habe ich mich so gefreut. Die hat reduziert, ich glaube, 22 Euro gekostet. Also vorher doch relativ viel. Und für 22 Euro ist es natürlich, also da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich wollte die so gerne haben und ich war so traurig, als sie aus meinem Warenkorb gelöscht wurde. Deswegen nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank an dich fürs Besorgen. Und dann hat sie mir noch diese Dose besorgt. Ich liebe auch immer die Dosen, die es zu Weihnachten gibt, aber die sind mir halt immer zu teuer. Also die hat original 40 Euro gekostet und das ist schon ein ganz schönes Stückel. Deswegen versuche ich immer, die nach Weihnachten zu bekommen, wenn die reduziert werden, weil ich einfach so ein Fan bin. Ich habe hier auch schon vier Dosen habe ich schon von den letzten Jahren und ich liebe die einfach. Und das Design ist nicht ganz so winterlich, aber es ist halt sehr kreativ, finde ich. Ich finde es halt trotzdem total schön. So, hier seht ihr das nochmal. Das ist halt so ein Mädchen und halt relativ modern gemalt hier mit diesen Rentieren oder Hirschen. Sieht halt schon relativ modern aus, aber ich finde es halt trotzdem total cool. Ja, und hier sind auch nochmal ein paar tolle Sachen drin. Also nochmal der Bombardino, der Father Christmas, der Schneemann. Dann ist hier dieser Zauberstab, wie heißt der gleich? Magic Wand wird das ausgesprochen. Das ist ein Schaumbad. Den mag meine Mama auch sehr, den werde ich ihr wieder geben. Und dann ist hier auch nochmal der kleine Pinguin drinne da. Ja, und ich finde die Dose total toll, die ist so süß. Und ich habe mich so gefreut, dass sie mir die zwei Geschenke noch besorgen konnte. Ach, ich war so glücklich. Ja, und das waren eigentlich die Sachen, die ich bei Lush gekauft und bestellt habe. Es reicht ja auch, es ist so viel wieder. Und ich habe mir bei DM jetzt natürlich gleich wieder die Tütchen besorgt. Die habe ich euch ja schon mal in einem Video vorgestellt als Tipp. Denn wenn ihr eure Lush-Sachen, das heißt die Badekugeln, die Seifen, in diesen Zellglastüten verpackt, dann verlieren sie nicht an Duft, sie bleiben ganz, ganz, ganz lange frisch, also wirklich über Jahre hinweg. Und ja, weil das liegt einfach daran, dass diese Zellglastüten quasi luftundurchlässig sind und da nichts nach außen kommt. Und die kosten bei DM, also die heißen Profissimo Klarsichtbeutel und die gibt es in zwei Größen, also so hier, klein und groß. Und die kosten bei DM jeweils 99 Cent und da sind 8 Stück drin bei den großen und 10 Stück bei den kleinen. Und da verpacke ich halt immer meine Lush-Sachen drin und dann bleiben die auch ganz lange frisch. Ich kann euch ja nochmal kurz die Dosen von den letzten Jahren zeigen. Also die hier finde ich besonders schön. Das war die, wie heißt sie gleich? Die Billy Bonkers Bathtime Dose. Die fand ich am allerschönsten. Dieses Schlaraffenland-Design finde ich so unglaublich toll. Und das ist auch eine ziemlich große, also die ist größer als die von diesem Jahr. Und die finde ich so schön. Oh, die liebe ich. Immer wenn ich die angucke, bin ich verliebt, weil ich die so cool finde. Dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, ob die vom letzten Jahr sind. Dann habe ich diese hier, die finde ich auch unglaublich schön. Die heißt einfach Christmas Bath Time Faves. Das ist diese hier mit dem Rotkehlchen. Die ist auch so hübsch. Ich liebe diese Dosen. Oh, das ist so ein schönes Motiv. Hier sind noch so, was sind das? Vogelbeeren, würde ich sagen. So Vogelbeeren außenrum und Schneeflocken. Und ja, mit diesem Rotkehlchen, das ist so schön. Und dann ist hier nochmal so eine in ähnlichem Design. Das ist aber eine ziemlich kleine Dose. Das ist die Christmas Delights. Die sieht so aus. Auch total hübsch. Also mit so zwei Kindern, die hier so im Schnee stehen. Und hier auch wieder in diesem roten Schneegestöber. Und hier ist dann so, ja, sind so Bäume mit so kleinen Vögeln drauf. Und ja, das sind meine Dosen. Und ich liebe meine Dosen. Ich liebe die einfach. Die sind so schön. Und ach, ich bin ein riesiger Dosenfan. So ein Lush-Dosenfan. Von letztem Jahr habe ich ja auch noch hier diese wunderschöne Hutbox. Die hatte ich euch, glaube ich, auch in dem letztjährigen XXL-Haul gezeigt. Das ist einfach diese coole Candy Cane-Dose, die ich auch total hübsch finde. Ja, ich habe hier so einen richtigen Schrein mit meinen ganzen Dosen und Hutboxen. Ja, das war es auch jetzt schon zu meinem Lush-Haul. Ich glaube, das Video ist auch ohnehin wieder lang genug geworden. Und ich freue mich über die Sachen ganz, ganz doll. Vor allen Dingen halt über die Geschenke, weil ich die so hübsch finde. Und ja, ich werde einige Sachen verschenken und einige Sachen selber behalten und werde mich sehr darüber freuen. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch zugeschlagen habt beim Lush-Ausverkauf, wie ihr die Weihnachtssachen fandet, die es dieses Jahr gab. Und ich freue mich über eure Kommentare und wir sehen uns. Bis dann!